DBZ Supercup 2017 Gruppe B und damit herzlich willkommen wieder hier aus der Rattenfängerhalle in Hameln mit dem Auftakt der Gruppe B, SV Lachem gegen TSV Klamberkel, das Team, das wir hier in den gelben Trikots sehen. Lachem startet gut mit Wesner über Jalcin Ulus, der scheitert zunächst an Schiermark, aber dann ist Dominik Glaube zur Stelle. Führung für das Team von Tarik Önelcin, 1:0 für den SV Lachem hier in diesem Auftaktspiel der Gruppe B. Dann Dennis Anklam in der Vorwärtsbewegung auf Adem Avci, der hat einen Spitzenwinkel, das ist ihm aber herzlich egal und trifft damit zum 2:0 für den Bezirksligisten. Lachem weiterhin tonangebend wieder über Adem Avci, der sich hier durchsetzt auf der rechten Seite, dann den Blick hat für Dennis Anklam, diesmal umgekehrt, Avci der Vorbereiter, Anklam der Torschütze. 3:0 der neue Spielstand also für den SV Lachem. Das Ding war hier durch, auch wenn Klamberkel sich weiter wehrt, aber hier den Ball im Vorwärtsgang verliert und dann hat Exxon Muslici keine Probleme und schießt sein erstes Tor hier am heutigen Samstag in der Rattenfängerhalle. 4:0 also der neue Spielstand, das Ding längst entschieden. Klamberkel spielte weiter, geht da ein bisschen Risiko und wird dann nochmal bestraft. Hier das 5:0 aus der Entfernung, aus der eigenen Spielhälfte des SV Lachem und dabei blieb es dann am Ende. Also 5:0 zum Auftakt der Gruppe A, SV Lachem, TSV Klamberkel. Im zweiten Spiel der Gruppe B griff dann auch der Titelverteidiger ins Turniergeschehen ein, der FC Eldachsen. Ja, Sieger im Jahr 2016 traf hier in Rot auf Germania Hagen und Cesar Paraschiv, der sorgte gleich für einen optimalen Einstand. 1:0 der Ex-Spieler vom VfB Einbeckhausen. Nun also für Eldachsen am Ball. Eldachsen legte aber nicht nach, sondern Germania Hagen kam zurück. Hier Steve Diener von der linken Seite mit dem linken Fuß satt rein. So kennt man ihn auch in der Halle. 1:1 der Spielstand nun. Also Germania Hagen hat hier direkt die Antwort gefunden. Aber die hatte dann auch der FC Eldachsen. Und vor allem Cesar Paraschiv wieder parat. Noch leicht abgefälscht von Abbas Issa. 2:1 und damit die erneute Führung für den, ja, mit Titelfavoriten den Landesligisten. Aber hier kommt Dos Santos rechts auf Yusuf Issa und der findet seinen Bruder Abbas. Ja, eiskalt und abgewichst, wie man so schön sagt. Der Ausgleich erneut für die Germanen aus Hagen, die jetzt hier wieder im Vorwärtsgang sind. Aber Abbas Issa verliert den Ball in dieser Szene. André Gerke kann mit rechts und mit links. Und das zeigt er hier. Cesar Paraschiv lässt wunderbar durch. Und das ist die dritte Führung durch André Gerke hier für den FC Eldachsen. Und dabei bleibt's, der Titelverteidiger gewinnt sein Auftaktspiel gegen Germania Hagen. Jetzt haben wir das Duell der Auftaktsieger und jetzt schnallt euch an, der FC Eldachsen, Marcel Bürst, der Torwart, quer rüber und dann ist Steve Göde da mit der Hacke, ein Wahnsinnstor und womöglich das Tor des Turniers hier, 1:0 für den FC Eldachsen gegen den SV Lachem. Und der macht auch gleich wieder beflügelt von diesem wunderschönen Treffer. Hier der Ball auf Sebastian Mende, der zunächst an die Bande und kriegt den Ball nochmal wieder an den Fuß. 2:0 für das Team von Michael Wehmann, der Titelverteidiger, der hier auch im zweiten Spiel einen optimalen Start erwischt. Dann aber der Freistoß von Exxon Muslici, Wahnsinn! Und da hat er seinen eigenen Fanblock hier direkt vor unseren Kameras, deswegen nicht optimal zu sehen. Ein tolles Tor, das zweite von ihm in diesem Turnier. Und damit war er natürlich nicht zufrieden, der Leader hier des SV Lachem. Auf links und er kann es mit beiden Füßen. Der Ausgleich und wieder Jubel in seinem Fanlager. 2:2 FC Eldachsen, SV Lachem. Das war auch gleichzeitig das Endergebnis. Hagenrot, Klamberkegelb, das Duell der Auftaktspielverlierer sozusagen. Hier ein Foul an Kjala im Bauzolo und damit 9 Meter für die Germanen. Markus Trompa routiniert wie eh und je und von dem werden wir gleich noch weitere Aktionen bestaunen können. Das nehmen wir schon mal vorweg, denn die Germanen, sie legen hier nach. Zunächst hier diese schöne Szene und wieder ist Trompa zur Stelle mit seinem zweiten Treffer bereits in dieser Partie. Er hat noch nicht genug, das nehme ich wie gesagt hier schon mal vorweg. Und weiter die Germanen im Vorwärtsgang. Yusuf Issa bekommt den Ball hier in der Mitte und lässt Schiermark keine Chance im Klamberkler Tor. 3:0 schon die frühe Vorentscheidung in dieser Begegnung und damit die Germanen nah dran hier die ersten 3 Punkte einzufahren. Und die waren nach 6 gespielten Minuten endgültig im Sack. Marta scheitert zunächst, aber Sercan Türkoğlu mit dem 4:0 und jetzt war das Ding für die Mannschaft von Eldar Zahirovic hier endgültig
im Sack. Und die machte weiter. Die hatte noch Hunger. Die hatte Torhunger. Und einer vor allem, Tromper, Yusuf Issa lässt klatschen und so schießt man Tore in der Halle eiskalt. Sein dritter Treffer hier, Markus Tromper, zum 5:0 für Germania Hagen. Weiter ging's, das war's noch nicht. Weiter mit Abbas Issa, der macht das wunderbar hier mit der Hacke auf Alex Marta. Der ist der Dritte, der diese Staffette hier abschließen kann. 6,5 Dutzend ist voll, aber auch Klein Berkel durfte noch mal ran. Sebastian Blom hier, der in diesem Moment an den Ball kommt und dann es wunderschön macht und zumindest den Ehrentreffer hier und damit das erste Turniertor für Klein-Berkel erzielt. 6:1 für Germania Hagen. So, und jetzt ging es um die Wurst. Hagen in Rot mit einem Sieg, der war Pflicht hier, um möglicherweise also ins Viertelfinale einzuziehen. Lachem reichte ein Unentschieden in diesem Duell. Yusuf Issa, der wurschtelt sich hier durch und bekommt das Leder zurück. 1:0. Die Führung für Germania Hagen, da gab es ja im Vorfeld schon die Ankündigung vom Yusuf Issa hier gegen Exxon Muslici, das direkte Duell gewinnen zu wollen. Er legt also auch für sich selbst hier sozusagen vor. 1:0 für Germania Hagen, aber Yalcin Ulus, der findet schnell die Antwort. Der Ausgleich für den SV Lachem, der damit in diesem Moment also wieder im Viertelfinale steht. Ein starkes Duell, ein interessantes Duell zwischen diesen beiden Mannschaften. Hagen weiterhin offensiv dabei und da ist Anil Aranmis mit einer starken Einzelaktion, die wir hier nochmal aus der anderen Perspektive nah dran sehen und da ist der Jubel groß, keine Chance für Arthur Wesner. 2:1 würde bedeuten, Hagen weiter, Lachem raus, aber da haben wir Exxon Muslici, Übersicht auf Marco Elias und Dennis Ankler mit dem erneuten Ausgleich für den SV Lachem, 2:2. Damit also der SV Lachem wieder im Geschäft und weiter. Hagen muss jetzt alles auf eine Karte setzen, aber es ist er, verliert aber den Ball an Exxon Muslici und der gleicht im Privatduell mit Yusuf Issa aus und bringt den SV Lachem hier mit 3:2 in Führung. Damit klare Verhältnisse kurz vor Schluss. Wir sehen in diesem Moment das Spiel also schon beendet und der Exxon, der muss erstmal Luft schnappen. Er hat hier den Viertelfinaleinzug perfekt gemacht. Lachem weiter, Hagen raus. Und jetzt musste der FC Eldax nachlegen im Duell um den Gruppensieg. Aber zunächst der TSV Klein-Berkel, Andreas Schiermark, der Neuzugang von Germania Rea hier mit dem Führungstreffer aus der eigenen Hälfte. 1:0, überraschend für den TSV. Aber Cesar Paraschiff, der hat gefallen hier heute am Toreschießen. Sein dritter Treffer bereits zum 1:1 für den FC Eldax. Und dann geht es hier weiter. Trotz auf Paraschiff, eine Ex-Einbeckhäusener Kombination führt hier zur Führung der Schwarz-Gelben, die weiter im Vorwärtsgang sind. Steve Göde zunächst im Aufbauspiel und da bekommt Paraschiff den Ball hier schön rübergespielt und macht seinen lupenreinen Hattrick in diesem Duell perfekt. 3:1 also der neue Spielstand. Schiermark, der kann das ja außer Distanz und das sehen wir hier auch nochmal. Leicht abgefälscht, also ein bisschen Mithilfe bekommt er hier und damit sein zweiter Treffer in diesem Spiel für den Keeper vom TSV Klein-Berkel. 2:3, Steve Göde, der sorgt aber auf der anderen Seite schnell wieder für klare Verhältnisse, der Nummer 4er des FC Eldax zum 4:2. Und hier wird dieser Schuss noch abgeblockt zunächst, dann die Ecke von André Gerke. Wir sehen, dass Dominik Trotz in der Mitte sich hier schön freiläuft, nicht beachtet wird und keine Probleme hat, hier das 5:2 für die Schwarz-Gelben zu erzielen. Die brauchten übrigens 5 Tore Differenz, um den Gruppensieg hier herstellen zu können und spielten deswegen weiter munter nach vorne. Und wir haben hier Rune Flohr mit dem 6:2, weil die Klein-Berkler hier so ein bisschen in Stolpern geraten und das 2:6 aus ihrer Sicht in diesem Moment zulassen. Ein Tor braucht der FC Eldax aber noch, um am SV Lachem vorbeizuziehen. Und zunächst ist Andreas Schiermark da und verhindert dieses 7. Gegentor. Aber dann kommt André Gerke aus der hinteren Hälfte aus dem Rückraum und macht den 7. Treffer für den FC Eldax. Und das heißt also 5 Tore Differenz. Und das bedeutet Gruppensieg für den FC Eldax. Zweiter wird der SV Lachem in Gruppe B.